Moin so Leute und herzlich willkommen zu Let's Play. Ich bin dumm. The Missing Link. Ich kann das tatsächlich verschieben. Und ich habe mir gedacht, kann man verschieben? Naja. Into the Dungeon. Oder woran auch mich mein Weg führt. Ja, Monktown Valley. Wir haben ja erfahren, es gibt hier zigtausend verschiedene Geheimgänge. Und wir sollten auf jeden Fall hier durchschaut. Perfekt. Grip. Wow. Willst du mich hier gerade komplett verarschen? Na, vielleicht kann ich ja wenigstens von da oben irgendwie die scheiß Bombenblumen erreichen, damit ich da wieder was freischalte. Na, Rubine bringen jetzt hier gar nichts. Ach komm, das ist doch jetzt perfekt dafür getimt, dass ich mit meinem Schwert da so ein bisschen... Ja, Gott sei Dank, ey. Freirotze. Über die Hecke, Leute. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Das habe ich ja von innen offen gemacht, was schlau ist. Monktown Sanctuary. Ja, schön, dass ich von hier... Kann ich hier um... Nee, okay, hätte sein können, dass man hier eine Magic Melody spielen muss. Oh, wow. Warte. Also, das Spiel möchte echt, dass man hier immer Full Health hat. Nein? Oh, wow. Gecheckt habe ich es jetzt. Okay, Moment. Smart. Okay, ich weiß nicht, wofür die Kisten da sind. Oh, was kriege ich jetzt? Au, die Ananas, die... Ich habe vergessen, wie das Ding hieß. P-Head, Pisser. Shit. Ja, du Nutte, hast mir jetzt mal eine Magic Health mitgenommen. Hier, deinen kleinen dreckigen Pimmel da, den streichel ich mit meinem Schwert. Gib mir mal bitte Herzen, du Wichser. Alter, ich brauche meine Imberkraft wieder. Bitte. Herzen. Krieg ich eine Flasche? Eine Flasche wäre jetzt echt hilfreich, damit ich halt das blaue Feuer unten eintüten kann, um das dann wegzumachen im Schalter und siehst das anders. Jawohl! Empty Bottle. Bottle-Trottel. Ich will ja nichts sagen, aber ist das nicht schlecht, wenn hier das Dach offen ist? So von wegen Viecher können reinkommen? Wie die Ananas, die da rumfliegen war. Ah, gut, das ist nicht mein Problem. Ich muss ja nicht bleiben, ich muss ja nicht verweilen. Das hier ist Kretze. Ach, warte, kann ich mir jetzt hier ein paar Herzen snacken? Schwing. Also, Joke Bugatti, ne? Wäre jetzt natürlich funny frisch, wenn ich jetzt das Tor öffne und dann die Zombies hier reinkämen und die sich dann verpissen würden. Wahrscheinlich wird es so sein, dass sie dann die Piratensequenz machen, wo die alle abhauen, wenn man da oben die Bienen wegschießt. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Sicherheitshalber snack ich mir nochmal blaues Feuer. Wer weiß, wann ich es mal wieder brauche. Immer blaues Feuer dabei haben, Leute. Jawohl, ich wusste es. Ja, ich würde aber auch rennen, verständlicherweise. Sif. Sieh nach draußen. Wieso? Warum sind die weg? Die haben die jetzt aber nicht gegessen, oder? Ich nehme jetzt mal, was hier meins ist. Ich dachte, ich krieg Bomben. Warum habe ich den ganzen Scheiß gemacht? Sieh nach draußen. Wieso? Was habe ich jetzt getan? Oder ist jetzt wieder alles normal? Weil ich die Piraten vertrieben habe, war das alles? Oh lol! Na? Was geht, Mädel? Wir sind weich in der Schuld, hält was?
Du fragst dich, warum ich dich Held nenne? Ah, wegen des heldenhaften, diesen Heldenschildes. Heldenschildes auf deines Rückens natürlich. Ich kann nicht richtig sprechen. Und außerdem hast du den Fluch gelüftet. Leider. Den Fluch gebrochen. Vielen Dank, Kind. Kind. Ja, Leute, ich habe mich aber getötet gehabt, ne? Na, bist du traumatisiert? Ich auf jeden Fall. Warst du schon in der Bücherei? Wir haben viele Bücher über den Fluch, der auf diese Stadt hinabgesprochen wurde. Nee, aber ich habe die Schnauze voll. Gib mir einfach die scheiß Krabbelminen und die sieht mich nie wieder. Ja, habe ich auch vor. Ja. Das ist generell gesagt genau das, was ich machen soll. Kein Ding und dann verpiss ich mich. Dann werdet ihr mich nie wiedersehen. Na? Therapiestunde gefällig? Ah, okay, das waren halt Banditen. Und die sind wieder reingekommen. Dieses Tal ist wirklich sehr religiös. Okay, müssen wir das beschützen, oder? Ja, hast du gesehen, was passiert. Okay, also sobald ich rein theoretisch irgendwas klaue, werdet ihr wieder zu Zombies. Und erst wenn ich mich verpisse, ist wieder alles normal. Guten Tag, Gruselier-Typ. Willkommen. Macht es denn eigentlich einen Unterschied? Ne, ich hätte gern 10 Stück. Ich hasse die Dinger, also kaufe ich noch mehr. Ja. 20 Stück und 80 Rupien. Ja, warum nicht? Echt 30, das sollte reichen. Bank dankt. Nö, ciao. Business as usual. Monkey Town. Schnell weg hier, bevor wieder irgendein Bekloppt auf die Idee kommt. Oh, ich kann nur 20 tragen. Ja, wow, da hätte ich mir echt Geld sparen können. Naja, egal. Ich hab's ja, wir wollen ja nicht so sein, ne? Krösus. Krösus Kuh. Und musst du dann auch wieder ans Milchgeben denken? Mir platzen auch jedes Mal die Euter, welcher Liter. Ja. Ja, das finde ich auch echt scheiße, dass ich keine leere Flasche habe. Aber wir waren das jetzt gerade mal wichtiger. Herzen krieg ich mal gefühlt hier hinterhergeschmissen und da ich jetzt nicht mehr mit Zombies battlen muss, ist mir das scheißegal. Deep Woods. Wohl eher Deep Wounds, Alter. Kranke Welt hier. Ich meine, das ist mega schön mit dem Licht und so und diesem kleinen Rumgeglitzere. Ästhetisch. Majestätisch. Pastetisch. Pastete wäre geil. Leberpastete. Hatte ich schon lange nicht mehr. Schmeckt bestimmt immer noch scheiße. Das Problem ist, es schmeckt an sich geil, aber irgendwann hat man die Schnauze. Ah, voll davon! Hund. Ja, Alter. Du Jackgesicht. Nee, Moment, ich bin hier falsch. Da darf ich ja noch gar nicht hin. Muss ja erst zu diesem komischen Deko-Brüdern. In ihrer Dekofication. Wunderschön. Darf ich es nicht verkacken, aber eigentlich sollte ich es hinkriegen. Oder, ja, oder ich verkack's. Kann ich normale Bomben haben? Wir warten mal. Irgendwann glüht's da richtig hart. Geil. Und wo komme ich jetzt hier rein oder raus? Zu einer Truhe. Schön, nehme ich mit. Wahrscheinlich wieder nur ein Herzteil, ne? Also ich will mich ja nicht beschweren, aber ich tue es trotzdem. Den Deko-Pass. Scheiß auf den Gerudo-Pass. Es gibt einen Deko-Pass. Na, damit sollte er jetzt durchkommen. Was mir aber nichts bringt, weil angeblich der Dämon ja nicht da durchgekommen ist. So, habt ihr da irgendwas zu sagen? Irgendwas Wichtiges oder nicht? Okay.
Aha, ist er da doch da durchgekommen? Haben die einfach gelogen, die Ficker. Naja. Muss ich den eigentlich auswählen oder ist er so wieder Deko? Also ach ja, nee, der ist wieder eine, passt gut. Schnauze, Heribert! Wunderbar. Ich glaube, ich muss hier links, ne? Bitte sagt ja. Ich hab's nämlich nicht mehr im Kopf. Sag ja, Toastbrot, ne? Ich kann den Weg fünfmal gegangen sein. 3 Sekunden Gedächtnis regelt. Ach so, jetzt darf ich da einfach so durch? Sind die abgehauen? Pisser, warum? Dann brauche ich auch den scheiß Pass nicht. Ich hätte die auch die ganze Zeit einfach abfackeln können, die kleinen Wichser. Holzmännchen hier. Was los? Digga, ich will dir nichts sagen, aber die Deko-Guards sind gerade nicht da. Du kannst also durchgehen, aber gut. Be my guest, ich mach das für dich. Okay. Surprise Ninja Attack. Woo! Trefferquote vor dem Schurikenstern. So. Also ich finde die Mucke ist mega entspannt. Also zumindest die wir eben hatten. Die Dekostraße. Okay. Jetzt muss ich wieder Danger Manger spielen. Kein Problem. Sacrifice! Ey! Warum kann ich nicht normale Bomben haben? Autsch. Verpiss mich erstmal hier. Ich kann den ganzen Scheiß nicht ertragen. Yeah. Und ich werde mit einer dicken Kiste belohnt. Moins! Nehme ich. Ich nehme alles. Schön, danke. Gib mir den Kack. Hier. Sehr schön. Ich habe einen Deko-Pass, ich darf hier durch. Bist du nett zu mir oder soll ich dich töten? Okay. Nee, ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie so Majora's Mask-mäßig da irgendeine Besitzurkunde zu tauschen. Den Shit habe ich keinen Bock. Oh, okay. Wir spielen also dieses Spiel. Mhm. Kein Problem. Ich lasse Bomben auch in meiner Hand explodieren. Habe ich kein Problem mit. Bombs. Yay! Chestnut, Bitch. Oh, wow. Naja. Kann man mal machen. Oh, süß! Wie cool ist denn das? Muss ich da eine Krabbelmine reinpacken? Deswegen habe ich die wahrscheinlich bekommen, oder? Also wie gesagt, einfache Bomben hätten es auch getan. Für mich jetzt. Nein. Okay, hat nichts gebracht. Vielleicht bin ich einfach nur dumm. Ich muss ja auch eine Dekonuss da reinwerfen oder irgendwie was. Dekonüsse machen wahrscheinlich mehr Sinn. Weil es sind Deko und die schießen Nüsse. Bada bum, bada bam. Oh, wow. Oder ich schieße einfach meinen krassen Hyperstrahl rein. Nice. Danke. Yay. Oh, wenn ich zu dieser komischen Ranch will, dann muss ich fliegen anscheinend. Dahin? Nicht blöd, habe ich da irgendeinen Weg übersehen? Ja. Nur halt nicht. Scheiß auf die Hühnchen, ist nicht mein Problem. Die Alte braucht das Birth Certificate, ja ich nicht. Ich brauche keine Geburtsurkunde. Deutsch.
Oh, das sieht sehr freundlich aus. Ich glaube, das soll ich auf jeden Fall mal ein paar Bomben kaputt schießen. Och, ich hoffe, der Timer sagt wieder, nö, du bist eine dumme Kuh. Oh, das ist ein Horror-Kit. Hey, was geht? Was geht, Sigi? Ist das so ein Wettbewerb? Little Game Traveler, try to blow up the Skull's eyes? Hey, I bet you can't! Kann der Traveler oder muss der Traveler das mit dem Krabbelmin machen? Fragt der Traveler sich gerade oder kann der Traveler das auch mit irgendeinem anderen Scheiß machen? Bombs? Okay, nee, der Traveler muss das anscheinend mit dem Kack-Krabbelmin machen. Die leuchten nicht. Wie blöd ist denn das? Ah, das war jetzt zu schräg. Shit! Muss ich das gleichzeitig machen? Ist so meine Frage. Also im Sinne von. Datem. Nee, guck nicht. Bis die beiden weg sind. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu leicht zur Seite, oder? Naja, naja. Egal. Das muss auf jeden Fall von diesem Part gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche Spaß und Way.